nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Alles klar, wir werden dort warten. Okay, bis gleich. Chris Ende. Das ist sie. Die Queen Zenobia. Oh Mann. Eher was von ihr noch übrig ist. Pass auf, da draußen ist was. Dazu gerade keine Worte. Bin dann hier gerade auf dem Weg zur Insel um die angegriffen. Ja. Wir umfahren es jetzt. Das finde ich herzlich schlecht. Na toll. Na toll. Viele Kraken auf hoher See. Wundervoll. So. Hab ich irgendwie eine begrenzte. Nee, da steht unendlich. Ich kann sozusagen ballern, wie ich will. Ich habe keine begrenzte Schussanzahl. Ich kann hier rumschießen, was ich will. Und auch die Granatenanzahl verringert sich irgendwie nicht, obwohl dort oben im Display 2 drin steht. Aber oh scheiße, jetzt habe ich es aufs Schiff geschossen. Ich dachte ja immer, Riesenkraken gibt es nur in Flug der Karibik, aber scheinbar gibt es auch in Resident Evil. Schon. Mir wird leicht schwindelig. Wir müssen irgendwie auf die Zenobia kommen. Seeübelkeit. Auf einer Kreuzfahrt. Leider säuft das Schiff ab. Freunde der BSAA, ihr habt die Regia Solis gestoppt. Jetzt werde ich berichten, was ich weiß. Alles über die Queen Zenobia und die Geheimnisse, die sie bewahrt. Geheimnisse? Hört mir zu. Erstens, warum wurde die Queen Zenobia erst jetzt gefunden? Wie konnte sie unentdeckt im Mittelmeer umhertreiben? Es war kein Magiespiel. Zweitens, warum verschwanden alle Spuren von Veldro nach der Terragritia-Panik? Sag du's uns doch, hä? Und drittens, warum will jemand mit der Regia Solis die Queen Zenobia zerstören? Die Antworten auf diese Fragen führen zu einer unbequemen Wahrheit. Jessica, warum hast du auf ihn geschossen? Um unsere Leute zu beschützen. Ist das nicht unser Job?
Stirb mir ja nicht weg! Verdammt, Raymond. Aber wieso? Warum spielst du auf der Seite von Weltro? Das ergibt gar keinen Sinn. Was meinen Sie? Finde die Wahrheit über Terra Grigia. Ein schrecklicher Verlust. Das Schiff wird's nicht mehr lange machen. Der Virus darf auf keinen Fall ins Meer gelangen. Wir haben die Queen Semiramis durchsucht. Ich glaube, ich weiß, wo das Labor liegt. Wir machen uns auf den Weg. Gut. Ich werde versuchen, den Untergang zu verzögern. Jessica, kommst du mit? Ja. Tja, ein freundschaftlicher Partnertausch sollte uns auf Trab halten. Verstanden. Wir kümmern uns um den Virus. Ihr verschafft uns Zeit. Okay. Jill, die geht überall, sogar unter Wasser. Das sollte die Dinge aufhalten. Danke, Chris. Ach ja, ich habe die möglichen Standorte für das Labor markiert. Er versteht's einfach nicht. Was für ein Langweiler. Vielleicht ist er vergeben, Jessica. Ja, Chris und Jill sind wieder zusammen und... Wir kennen nur die halbe Wahrheit. Bei dieser Mission ergibt vieles noch keinen Sinn. Nein, ich will da nicht wieder runter. Muss das sein? Jill und Chris sind wieder zusammen und Parker und... Wir müssen zum Labor. Parker und Jessica sind scheinbar auch kein schlechtes Team. Och, muss das unbedingt zurück in die Fluten? Nein, nicht doch. Nein, da komme ich doch gerade erst raus. Nein, Mann. Naja, gut. Scheiße, verdammte. Die Viecher schon wieder. Oh Mann, ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Werft ja schon. Ah. Auf mich hat die keine Wirkung, aber scheinbar auf die. Na gut, aber das ist jetzt das geringste Problem. Ich hab hier in diesen Gemäuern, wie ich es nennen will, absolut keine Orientierung. Wie sollen wir da irgendein Labor finden? Ja, und jetzt bin ich wieder zurückgelaufen. Daran seht ihr, dass ich keine Orientierung habe. Wuhu! Ja, schmeißt mich gleich direkt rein in diese Räder dort. Ist vielleicht das Beste. Ist vielleicht das Beste. Nö. Echt? Im Ernstspiel? Ist das dein verdammtes Ernst? Ist das denn verdammter Ernst? Nein. Ich will nicht mehr. Och, nicht in den Kielraum. Im Wasser wimmelt es vor Infizierten. Kielraum. Ich kann den Kielraum nicht mehr sehen. Nicht der Kielraum. Alles andere, aber nicht der Kielraum. Hier geht's nicht längs. Nein, das sind wir falsch. Nicht doch. Kein Bock. Echt kein Bock drauf. Ja, geht's halt wieder runter. So ein Mist. Räudige Scheiße hier. Grünes Kraut, jawohl. Speichervorgang. Naja, wenigstens wird es gespeichert.
Dann verirren wir uns mal wieder ordentlich im Wasser. Ach Mann. Ah, cool. Das elektrisiert alles. Also auch die. Alle im Raum. Oder nur. Oder tut das nur ein elektrisieren? Die Tür klemmt, ja. Schön. Wie bin ich hier reingekommen? Also. Ja, weiß ich, aber wie bin ich. Metro-Schlüsselkarte. Wuhu! Nein! Nein! Nein, nein, nein! Wir spielen später. Und lass mich entfliehen. Okay, hier waren wir scheinbar noch nicht. Eine Schlüsselkarte habe ich nicht verwendet, solange, soweit ich mich daran erinnern kann. Sollte mal auftauchen. Ich sterbe gleich wieder. Oh weil. Ich werde auch hier wieder drauf gehen. Ich werde wieder drauf gehen. Nein, doch nicht. So. Können wir mal kurz Pause machen hier. So, tauch ab. Nein! Gleich wieder angegriffen unter Wasser. Nimmt hier gar kein Ende. Der Unterwasser-Wahnsinn. Falsche Richtung, ich muss dort lang. Die Munition nehme ich nicht mit. Ach, zum Kotzen. Heute nicht. So, hier jetzt weiter. Schrotgewehrmunition, hervorragend. Och, nö. Die gehen mir wirklich auf den Sack, dieser Viecher. Im Ernst. Ist nicht mehr lustig. So, und nun sind wir wieder an der allseits beliebten Containerbasis. Wo könnte hier ein Labor sein? Kletter mal hinauf. Ich dachte, ich kletter mal hinauf. Hinauf, nicht hinunter. Außerdem ist das kein Klettern. Oder die Steuerung hat es auch in sich. Ja. Gehe ich auch nicht mehr hin. Y ist halt für Klettern und das Labor ist gleich davor. Fürs, ich sag mal, Tauchen zuständig. Verfolgen, einfach hinterher springen. Der ist ein bisschen schnell, der Chris. Aber der zeigt uns, wo wir hin müssen. Dort. Soweit ich weiß. Ist da schon ein bisschen vorgesprintet. Und wenn du schnell genug bist, siehst du, dass der da durch die Türen verschwindet. Das ist richtig, dass der durchlang ist. Und ist verdammt schnell, der Chris. Dort ist er. Und da hoch. Haben wir ihn fast aufgeholt. So, zack. Das sieht sehr nach Labor aus. Yay, der Dreizackschlüssel. Den haben wir schon lange gesucht. Das ist, glaube ich, der letzte Schlüssel, den wir brauchen. Für das Schlüssel. Für das Schiff. So. Es hat schon seine Richtigkeit hier durch. Das Labor. Der. Den Schwimmringschlüssel haben wir schon. Den. Da gab es noch einen anderen Schlüssel, die Weltraumkarte haben wir schon und jetzt auch den Dreizack-Schlüssel. Boah, hier sieht alles reinlich aus. Perfekt. Ein Schloss an der Tür. Fingerabdrücke. Ja, ich bin wahrscheinlich nicht autorisiert, würde ich mal sagen. Ich erwarte schon der nächste Horror auf uns. Lässt sich nicht öffnen. Zack. Und wenn es hier mal nicht zur Sache geht.
Fingerabdruck. Touchscreen verwendet. Fehler. Ja, was daran liegen mag, dass ich nicht autorisiert bin, dass ich nicht Retro-Fuzzi bin. Und warte nur. Was wollen wir tun? Ein Serverraum. Server kaputt schießen. Das ist, glaube ich, nicht das Lösung unserer Probleme. Bericht über die Entwicklung des neuen Virus. 11 Seiten. Du bist verrückt. Als die genetische Kartografie des neuen Virus erbüßt sich nach dem Ende der Exebote und so weiter. Schlug. Ich lese es mir still schnell durch. Okay, so schnell kann ich nicht. Also, das, so viel Zeit habe ich nicht, das vorzulesen. Nein. Lassen wir mal bleiben. So, und nu? Was machen wir ohne Fingerabdruck? Ich bin leider kein Weltraummitglied. TC-Virus. Irgendwo ein Hinweis, was wir machen sollen. Nur Papier. Erfolg. Fingerabdruckregistrierung fertig. Steck mir ein Weltraum unter einer Decke. Okay. Dafür musste ich meinen Finger aufs untere Display legen. Das macht mir jetzt Angst, dass die Maschine mich akzeptiert. Und nun. Jetzt habe ich meinen Fingerabdruck dort eingescannt. Jetzt weiß das Spiel, dass ich Resident Evil spiele. Kann ich jetzt hier durch? Ah, eins riegelt. Vielleicht kann ich jetzt da rein. Speichervorgang. Betreten Sie den Sterilisationsraum einzeln. Natürlich. Könnte ja sein, dass dort ein riesiger Bossgegner drin ist, den ich natürlich nur einzeln besiegen soll. Das wäre ja zu einfach, wenn Chris mir helfen würde. Dekontaminiere. Hilfe! Will hier raus. Das bestimmt dieser Virus von. Oh, weil das klingt nicht gut. Scheiße, wo? Da! Scheiße! Ich bin ganz alleine. Fuck. Steh auf! Steh auf, verdammte. Scheiße, verdammte, scheiße, verdammte, scheiße, verdammte. Wie soll ich? Wie soll ich? Der hat ja quasi keine Weichstellen. What the fuck? Riesiger OP-Gegner. Na toll. Jetzt schieß! Schieß! Schieß oder stirb! Weil. Wie bist du jetzt hier reingekommen? Ich flieh mich mal zurück. Ja, genau, ich flieh mich, gut Deutsch zu sprechen können. Ich hab nicht viel Munition, also. Zack. Wir können wirklich nur schießen, wenn er angreift. Das ist sehr gut. Oh Mann, war klar, dass jetzt hier noch was kommt.
Ich schieße auf seinen Kopf, ich ziehe auf seinen Kopf. Zack. Ja, ich kann nur hier mein Bestes geben, aber... What the hell is going on? Jetzt hat er nur noch Beine und einen elektrischen Arm. Was zum Henker? Ist es tot? Schon gut. Alles okay. Halleluja. Boah. Was war das? Das war ja gar nicht schwer, aber es war einfach schockierend. Und jetzt? Was nun? Und was war das für ein Gegner? Was zum Henker? Sowas kann man doch nicht züchten. Dann lebt er einfach weiter. Oh. So eine Elektropeitsche im Rumpf. Naja. So, sieht sehr, sehr spacig aus. Ganz einfach. Das ist die perfekte Tarnung. Du hast recht. Ich hoffe, wir finden heraus, was hier vorgeht. Hoffe ich auch. Das sieht hier sehr, sehr, sehr utopisch aus. Spacig, Star Wars ähnlich. Da hinten lag noch irgendwas. Das müssen wir natürlich auch untersuchen. Falls wir es untersuchen können. Die Kleinen dort können wir untersuchen. Okay. Dinge, die in einem Labor am Boden liegen. So. Schleuse betreten. Der Virus muss irgendwo hier im Forschungsbereich sein. Also das ist das Geheimnis der Zenobia. Ja. Kann man so sagen.